Seit 20 Jahren erobern die GVO unseren Planeten, gentechnisch veränderte Organismen. Zumeist sind es Pflanzen, deren Genmaterial Wissenschaftler verändert haben, um den Ertrag zu steigern. Soja, Mais, Baumwolle, Raps. Die GVO nehmen heute bereits rund 10% der weltweiten Anbauflächen ein. Doch gegen sie gibt es auch erhebliche Widerstände. In Europa ist ein Großteil der öffentlichen Meinung gegen gentechnisch veränderte Kulturen. Überall auf der Welt fürchten die Menschen die Risiken der GVO. Nicht nur für die Gesundheit, sondern auch für die Umwelt und die Landwirtschaft. Kritisiert wird der Einfluss von Saatgut- und Pestizidkonzernen wie dem US-Unternehmen Monsanto. Die einen prophezeien eine Katastrophe, für die anderen ist es ein großer Fortschritt. Gegner und Befürworter der GVO stehen sich weltweit in einem harten Kampf gegenüber. Oft befeuert durch pseudowissenschaftliche Scheinargumente. Was ist richtig? Was ist falsch? Wo liegt die Wahrheit über die grüne Gentechnik? Ein Stück Trockeneis. So, mal sehen. Die ersten gentechnisch veränderten Pflanzen wurden in den USA angebaut. Eine der beiden Hauptkategorien bilden die sogenannten BT-Pflanzen, die eigenständig Schädlinge wie Zünsler oder Maiswurzelbohrer abwehren sollen. Hier ist einer. Der Maiswurzelbohrer gilt als der Milliarden-Dollar-Käfer. Das ist eine vorsichtige Schätzung der Kosten, die seine Schäden verursacht haben, und der Gelder, die darauf verwendet wurden, den Mais zu schützen. Bei einem hohen Aufkommen können die Käfer mit ihren Eiern ein unbehandeltes Maisfeld vollständig zerstören. Die Larven ernähren sich von den Maiswurzeln. Mal sehen, ob hier Larven sind. Ich bringe das hier raus auf den Weg. Hier können wir die feinen Wurzelhaare sehen. Wie ein feines Geflecht. Säßen hier viele Larven, wäre dieses Wurzelwerk völlig abgenagt. Wurzeln von Pflanzen, die nicht gegen die Käfer behandelt sind, sehen so aus. Diese hier war weder durch ein Bodeninsektizid geschützt, noch durch Genveränderung. Den manipulierten Pflanzen wurde ein Gen aus einem Erdbakterium injiziert, das Bacillus thuringiensis. Das Bacillus thuringiensis, kurz BT, ist ein Bakterium, das verschiedene insektizide Proteine enthält. Eine BT-Pflanze entsteht durch eine sogenannte Transgenese. Die Wissenschaftler entnehmen dem BT-Bakterium ein Gen und injizieren es in die DNA der embryonalen Pflanzenzellen. Dieses aus einem fremden Organismus stammende Transgen produziert ein für Insekten tödliches Toxin. Dieses Gift öffnet Poren im Darmtrakt des Insekts, wodurch die Larve stirbt. Es schadet nur den Insekten, nicht dem Menschen. Wir haben nicht die Rezeptoren dafür.
Ein großer Vorteil von BT-Mais ist, dass gezielt nur das eine Insekt getötet wird. Wenn hingegen ein Feld mit einem Insektizid besprüht wird, töten wir alle dort lebenden Insekten. Ein Vorteil ist auch, dass weniger Pestizide zum Einsatz kommen. Der BT-Mais ist zwar teurer als normaler Mais, aber dafür ist der Ertrag viel höher als erwartet. Es rechnet sich also. Die andere Hauptkategorie bilden die sogenannten HT-Pflanzen. Sie sind herbizidtolerant. Heute haben schon mehr als 80% der weltweit angebauten GVO diese Eigenschaft, allen voran die Sojapflanze. Die Implantation eines mikrobiellen Gens macht die Pflanze resistent gegen totale Herbizide wie Glyphosat, dem Wirkstoff des weit verbreiteten Roundup von Monsanto. Im Ergebnis ist nach der Anwendung von Roundup praktisch alles Unkraut vernichtet. Nicht jedoch die herbizidtoleranten transgenen Pflanzen. Sie sind Roundup ready. 1996 Als 1996 die ersten Roundup Ready Sojabohnen auf den Markt kamen, waren wir begeistert. Wohl jeder Farmer dachte, wenn es doch eine Sojabohne gäbe, der Roundup nichts anhaben kann. Und plötzlich war sie da. Das machte alles so einfach. Was folgte, war eine fast vollständige Umstellung auf GVO-Kulturen. Noch nie zuvor war in der US-Landwirtschaft eine Technologie so schnell und so geschlossen übernommen worden. Es brachte keine große Ertragssteigerung, aber der Anbau war viel einfacher. Wir haben halt größere Flächen bewirtschaftet, mit weniger Ertrag pro Hektar. Das heizte den Ansporn an, immer größer und größer zu werden und noch mehr Hektar zu bewirtschaften. Dies ist unsere Farm, 1200 Hektar groß. Das ist nicht besonders viel. Unsere nächsten Nachbarn haben 3200 Hektar. Darum gibt es hier meilenweit keine Häuser mehr. Als ich klein war, standen hier noch 6 bewohnte Häuser. Inzwischen sind sie alle weg. Abgerissen. Das Haus steht leer. Hier ist doch kaum Verkehr. In den USA machen die GVO inzwischen etwa 90% des Soja-, Mais- und Baumwollanbaus aus. In Argentinien sind es fast 100%. Die argentinischen Erzeuger haben die grüne Gentechnik massiv übernommen. Vor allem transgenes Soja wird auf riesigen Flächen angebaut und geerntet. Es gab einen regelrechten Soja-Boom, weil verglichen mit anderen Pflanzen der Anbau einfacher ist, vor allem im Hinblick auf Herbizide und Fungizide. Außerdem machen die guten Weltmarktpreise den Anbau rentabel. Fast überall wird Soja angebaut. Für unsere Landwirtschaft brauchen wir diese riesigen Flächen, um die Kosten niedrig zu halten. Seit der Einführung der GVO im Jahr 1996 hat sich der Sojaanbau in Argentinien verdreifacht. Heute steht Soja auf fast 20 Millionen Hektar. Die intensive Monokultur hat andere Nutzungsformen und Wälder verdrängt. Die legendäre Landschaft der Pampa mit freilaufenden Rindern ist großen Mastanlagen gewichen, den sogenannten Feedlots.
Die Befürworter halten den Einsatz von Gentechnik für unverzichtbar, um die wachsende Weltbevölkerung ernähren zu können, die bis 2050 von 7 auf 9 Milliarden ansteigen wird. Es ist das klassische Argument von GVO-Herstellern, wie dem Weltmarktführer Monsanto mit einem Jahresumsatz von 15 Milliarden Dollar und 20.000 Beschäftigten in rund 60 Ländern. Definitivamente esto hace que diese Anbauweise steigert den Flächenertrag und hilft, die Welt von morgen zu ernähren. Die von uns angewandten neuen Technologien führen bei Soja zu einer durchschnittlichen Ertragssteigerung von 7 bis 10%, was auf das ganze Land gerechnet sehr viel ausmacht. Dieses Jahr hatten wir einen Ertrag von 8 Tonnen Soja pro Hektar. Das ist enorm. Die Landwirtschaft hat Argentinien aus der Krise geholfen. Wir sind einer der Hauptexporteure von Sojabohnen und vor allem Sojaöl und Mehl. Das sind unsere Hauptdevisenquellen. Viele Länder, auf der Karte in Orange, importieren GVO zur Masttierfütterung, auch in Europa. Die 28 grün eingefärbten Länder bauen GVO an. 85% der weltweit 180 Millionen Hektar Anbaufläche entfielen 2014 auf den amerikanischen Kontinent und zu 40% auf die USA, den größten GVO-Produzenten der Welt. Auf amerikanischen Feldern wurden transgene Kulturen zur Norm. Und in den Labors werden weitere Pflanzen getestet. Etwa Kartoffeln, die zur Abwehr von Krankheiten wie dem falschen Mehltau oder dem Kartoffel-Y-Virus genetisch modifiziert werden. We're here in the tissue culture lab. Hier in diesem Versuchslabor arbeitet meine Postdoktorandin Swati an einer Genmanipulation der Kartoffel. Das ist sehr einfach. Wir schneiden die Blätter und Stängel in kleine Stücke, die dann für den Gentransfer verwendet werden können, für die Transformation. An anderer Stelle züchten wir Bakterien, denen das Gen in ein DNA-Molekül injiziert wurde. Wir beschädigen das Blatt auf beiden Seiten, sodass das Bakterium die Zelle infizieren kann. Dadurch wird ein kleines DNA-Segment aufgenommen, das wir dem Bakterium mitgegeben haben. Nach einer erfolgreichen Transformation müssten sich diese Sprossen regenerieren. Wenn uns die Übertragung resistenter Gene, zum Beispiel gegen Kartoffelmehltau, gelingt, lässt sich der Einsatz von Fungiziden erheblich reduzieren. Von daher schonen transgene Pflanzen letztlich die Umwelt. Wir wissen, dass viele Menschen dieser Technologie misstrauen und an der Unbedenklichkeit Zweifel haben. Aber in unserer heutigen Welt ist völlige Sicherheit nirgends garantiert. Wir müssen Widerstände überwinden, damit diese Technologie angenommen wird. Ängste vor potenziellen Gefahren der Biotechnologie gibt es schon lange. Sie sind gleich mit den ersten GVO entstanden, wobei es damals nicht um Pflanzen ging, sondern um Bakterien. Der amerikanische Biochemiker Paul Berg von der Stanford University unternahm 1972 den ersten Versuch einer Transgenese. Eine Rekombination von DNA-Molekülen in das Genom des Bakteriums Escherichia coli. Angesichts der Risiken dieser neuen Technologie der Genmanipulation, der sogenannten Gentechnik, berief Paul Berg 1975 im kalifornischen Asiloma eine Konferenz ein für rund 100 Biologen aus aller Welt.
Viele Wissenschaftler, auch solche, die GVO entwickelten, waren sehr besorgt über mögliche Auswirkungen, wenn Menschen mit diesen Bakterien in Kontakt kämen oder wenn die Bakterien in die Umwelt gelangen würden. Sie sagten, wir übernehmen die Verantwortung für das, was in unseren Labors geschieht, und überlassen es anderen, in der Zukunft über die Anwendung in der Natur zu entscheiden. Aber es gab nie eine Asiloma-Konferenz über deren Freisetzung in die Umwelt. Die Auswirkungen wurden nie evaluiert. Die Kontroverse über die GVO wurde in den 90er Jahren heftiger, als plötzlich transgene Pflanzen aus den USA nach Frankreich gelangten. Greenpeace startete eine große Kampagne und die Libération titelte Vorsicht vor dem Sojawahn. Als eine Schiffsladung transgenes Soja in Europa ankam, sah man Greenpeace-Aktivisten in weißen Kitteln mit dem X der damals populären Horror- und Mystery-Serie Akte X. Und warum Sojawahn? Weil zeitgleich der sogenannte Rinderwahn offenbarte, wie sorglos die Landwirtschaft Risiken in Kauf nahm. Die Leute verloren das Vertrauen in amtliche Lebensmittelkontrollen zum Schutz ihrer Gesundheit. Und dann kam die GVO. Ohne dieses Zusammentreffen wäre die Debatte wohl halb so wild gewesen. Während in Europa die Debatte hochkocht, werden auch in den USA erste Zweifel laut. Im Herzen der GVO-Nation. Denn die Insekten, die durch transgene BT-Pflanzen eliminiert werden sollten, reagieren anders als vorhergesehen. Seit einigen Jahren entwickeln sie eine Resistenz gegen das von der Pflanze produzierte Gift. Die Resistenz des Maiswurzelbohrers gegen BT-Mais ist in mehreren Staaten belegt. In Iowa begann es 2011 und hier auf diesem Feld vor 2 Jahren. Ich denke, die Resistenz hat mit der Nutzung der Pflanzen zu tun. Weil die Wirkung so gut war, haben die Landwirte sie Jahr für Jahr eingesetzt. Durch diese Überverwendung von BT ist eine resistente Population entstanden. Als die Vermarktung der BT-Pflanzen begann, glaubten wir, die Schädlinge auf diese Weise zu besiegen, ohne durch große Mengen von Breitbandinsektiziden die Umwelt zu belasten. Nun sind die Maiswurzelbohrer gegen BT resistent und wir setzen zum Teil Bodeninsektizide auf BT-Pflanzungen ein. Das ist eine fatale Strategie. Gleichermaßen beunruhigt sind heute Farmer, die nicht BT, sondern HT-Pflanzen anbauen, herbizidtolerant gegen Mittel wie Glyphosat im Roundup von Monsanto. Denn offenbar wird auch das Unkraut resistenter. Und zwar nicht gegen die transgene Pflanze, sondern gegen das verwendete Herbizid. Sogenannte Superunkräuter sind auf den amerikanischen Feldern weit verbreitet. Mehr noch als die Superinsekten. An den hellgrünen Stellen wächst Amaranth. Das ist das größte Problem auf diesem Feld. Und nicht nur hier, es ist überall. Man sieht, wo das Herbizid begonnen hat zu wirken und dass das Grün zurückkommt. Auch der Tannenwedel ist angegriffen, aber nicht abgestorben. Wir sagen dazu, wir haben sie nur geärgert.
Es wird jedes Jahr schlimmer. Mutter Natur passt sich wohl an alles an, was sie an den Kragen will. Wir nennen es Darwinismus. Wenn man auf eine Art in einer bestimmten Weise einwirkt, reagiert sie auf die Veränderungen und passt sich an, um zu überleben. Der Ablauf ist ganz einfach. Die meisten Nachkommen werden zwar vernichtet, aber ein paar wenige halten dem Stand. Und deren künftige Generationen sind dann umso besser angepasst. Kann es sein, dass die GVO eine Herbizidresistenz gefördert haben? Ich denke schon. Die Einführung herbizidtoleranter Pflanzen macht es möglich, viel mehr Herbizide zu jeder Zeit anzuwenden. Die Unkrautbekämpfung nahm immer mehr zu und das über viele Jahre hinweg. Dabei wurde dann die Fokussierung auf nur ein einziges Herbizid zu einer Falle. Als in den späten 90er Jahren die Roundup Ready Sojabohne auf den Markt kam, wurden pro Hektar etwa 500 Gramm Glyphosat eingesetzt. Heute 500 Gramm pro Hektar? Ja, das ist wenig. Heute wird empfohlen, bis zur vierfachen Menge zu verwenden, in der Hoffnung, die resistenten Unkräuter loszuwerden. Und eine andere Methode besteht natürlich darin, die Industrie propagiert das ganz gut, sie sagt, ein einziges Mittel genügt nicht mehr, das Unkraut muss mit zwei oder drei verschiedenen Herbiziden bekämpft werden. Wenn das eine nicht greift, wirkt ein anderes. Wie Atrazin oder 2,4-D. Ja, Atrazin, 2,4-D oder andere Mittel. Für sie ist das kein Problem. Nein, das ist gut fürs Geschäft. Genau. So verkaufen sie mehr Chemikalien, die die Farmer dann einsetzen. Die werden niemals sagen, tut uns leid, wir lagen falsch, wir geben auf. Viel Glück. Etwa 50 Jahre lang hat die Industrie immer neue, bessere Chemikalien produziert, weniger umweltschädlich, gezielter anwendbar. Heute greift man wieder zurück auf Mittel der 40er und 50er Jahre, die wirklich schädlich sind. In der Praxis haben die GVO nicht zu einem geringeren Einsatz von Herbiziden geführt. Ganz im Gegenteil. In Argentinien werden sie mit Flugzeugen versprüht, oft auf Felder am Rande von Wohnsiedlungen, was für die Gesundheit der Anwohner äußerst bedenklich ist. Nach offiziellen Statistiken hat hier die bewirtschaftete Fläche in den letzten 20 Jahren um 50% zugenommen und der Absatz von Pflanzenschutzmitteln um 858%. Seit 2010 führt ein Medizinprofessor mit seinen Studenten eine epidemiologische Studie in den großen GVO-Anbaugebieten durch. Unsere epidemiologische Studie umfasst 21 Orte in den Gegenden um Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba und Buenos Aires. Insgesamt wurden zwischen 115 und 120.000 Personen untersucht. Und die Ergebnisse sind alarmierend. Die durchschnittliche Krebsrate liegt bei 368,2 auf 100.000 Einwohner. Das sind 1,8 Mal mehr als im landesweiten Durchschnitt. Außerdem haben unsere Untersuchungen ergeben, dass Krebs in den meisten Orten inzwischen die Haupttodesursache ist. In den übrigen Landesteilen sind es Unfälle oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wir haben auch Fälle von angeborenen Fehlbildungen gefunden, von Kindern mit einer Krankheit namens Sirenomelie. Das Syndrom wird durch die Gene COX und COX2 hervorgerufen, wodurch sich die Beine nicht vollständig entwickeln. Und das, wenn man die Bibliografie
Bei näherer Untersuchung der Chronologie, also des Schwangerschaftsverlaufs und der embryonalen Entwicklung, fällt auf, dass während der ersten drei Schwangerschaftsmonate massiv agrotoxische Substanzen auf transgenen Kulturen zum Einsatz kamen. Bei mir in der Neonatologie ist die Intensivstation zu manchen Jahreszeiten völlig überfüllt. Zu 90, manchmal 100% sind die Patienten Kinder mit Fehlbildungen. Früher hat es das in Argentinien nicht gegeben. Frauen haben spontane Fehlgeburten, wenn intensiv gesprüht wird. Diese Rate ist dreimal höher als der Durchschnitt. Es ist klar, dass da ein Zusammenhang besteht mit der Verwendung von transgenem Soja und agrochemischen Mitteln. In Argentinien sind zwischen 12 und 14 Millionen Menschen in den Sprühgebieten der Agrochemie ausgesetzt. Das ist ein Viertel der Gesamtbevölkerung. Die Sojabauern verfügen über eine Flotte von 1100 Sprühflugzeugen. Deren Einsatz kontaminiert das Wasser und die Luft. Wir haben das Regenwasser untersucht und haben darin erhöhte Mengen von Glyphosat festgestellt. Diese Sprüheinsätze müssen unbedingt unterbunden werden. Das ist geradezu kriminell. 2012 waren ein Pilot und ein Erzeuger von transgenem Soja angeklagt, ein Viertel von Córdoba, der zweitgrößten Stadt Argentiniens, kontaminiert zu haben. Das Urteil lautete 3 Jahre Haft auf Bewährung. Es ist ein Novum in Lateinamerika, dank der entschlossenen Mobilisierung der Mütter in dem betroffenen Viertel. Allen voran Sofia Gatica, die dafür den Goldman-Umweltpreis erhalten hat. Es begann 2001 in dem Viertel Ituzaingó Anexo. Ich habe mich dort umgehört, nachdem meine Tochter an einer Fehlbildung der Nieren gestorben war und einer meiner Söhne nach dem Sprühen nicht mehr laufen konnte. Ich bin von Haus zu Haus gegangen. Dabei habe ich erfahren, dass allein in meiner Straße 6 Mütter bei der Geburt ihr Kind verloren hatten. Andere hatten Leukämie und fast alle Befragten hatten Krebs. Daraufhin haben wir von der Regierung Maßnahmen verlangt. 2005 wurde das Viertel für unbewohnbar erklärt. Das Hauptproblem ist in Argentinien nicht die Agrochemie. Es sind die genetisch veränderten transgenen Pflanzen, weil sie mit Glyphosat und anderen Agrargiften einhergehen. Die Pestizide töten, nicht die GVO selbst. Und seit dem Aufkommen resistenter transgener Pflanzen werden sie noch massiver und das ganze Jahr über eingesetzt. Im September 2013 hat sich Sofia Gatica trotz Morddrohungen dem Kampf der Bewohner von Malvinas angeschlossen, einer Kleinstadt in der Nähe von Córdoba. Sie blockieren die Baustelle einer riesigen Monsanto-Fabrik, die die größte für transgenes Saatgut in ganz Lateinamerika werden soll. Te lo canto, suena Monsanto. Te lo digo, te lo canto.
Wir haben von einer gewissen Verunsicherung über eventuelle Risiken gehört. Es gibt aber keine Risiken. Die Behörden aller Länder, in denen das Produkt zugelassen ist, rechtfertigen die Zulassung mit Analysen, denen zufolge das Risiko praktisch gleich null ist. Keine der Studien zu Glyphosat belegt eine Toxizität oder eine erhöhte Krebsgefahr. Am 20. März 2015 jedoch veröffentlicht die Internationale Agentur für Krebsforschung der Weltgesundheitsorganisation eine wissenschaftliche Studie zu 5 Pestiziden, darunter auch dem weltweit meistverkauften Glyphosat. Das Ergebnis wird erst in der Fachzeitschrift The Lancet Oncology veröffentlicht und erscheint im Juli 2015 in der wissenschaftlichen Monographie der Agentur. Die Evaluierung dauert etwa ein Jahr. Wir haben mit 17 Experten aus 11 Ländern zusammengearbeitet und in der Monographie werden etwa 400 Studien zitiert sein. Es gibt 4 Kategorien. Gruppe 1 beinhaltet zum Beispiel Zigarettenrauch oder Asbest, von denen erwiesen ist, dass sie krebserregend sind. Gruppe 2a ist eine Stufe darunter. Da geht es strikt darum, ist dieses Mittel krebserregend? Und unsere Arbeitsgruppe hat festgestellt, dass Glyphosat höchstwahrscheinlich krebserregend ist. Wir kennen deren Studie nicht. Das IARC hat seine Monographie noch nicht veröffentlicht. Das Deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung, das in 5 Jahren 55 Studien geprüft hat, sieht jedenfalls keinen Zusammenhang zwischen Glyphosat und Krebs. Das Deutsche Institut ist anders vorgegangen als wir. Da gibt es einige Unterschiede. Zum Beispiel bestehen unsere Arbeitsgruppen aus lauter unabhängigen Experten. Wir lassen niemanden, der beim Hersteller einer Substanz beschäftigt war, an der wissenschaftlichen Evaluierung mitwirken. Diese Personen können eine Beobachterfunktion haben, aber sie dürfen nicht mit abstimmen oder auf unsere Arbeitsgruppe einwirken. Sie sind nicht involviert. Und das zum Beispiel handhabt die deutsche Regierung ganz anders. Das spielt eine große Rolle. Ich halte das auch für sehr ungewöhnlich, weil es sich um ein bestimmtes Unternehmen handelt, das immer wieder Schlagzeilen macht, das uns auch kontaktiert hat und so weiter. Wird Druck ausgeübt? Es wird schon mal auf Änderungen gedrängt. Verzeihung. Aber wir verändern nichts daran, aufgrund von Druck. Da kommt ein Flugzeug. Es wird uns einspringen. Der mit zunehmender Resistenz vermehrte Einsatz von Pestiziden ist nicht nur für die menschliche Gesundheit besorgniserregend, sondern auch die Biodiversität ist durch ein mögliches Übergreifen der GVO auf angrenzende traditionelle Kulturen gefährdet. Die Hersteller haben das lange bestritten, bis Forscher in Mexiko das Gegenteil bewiesen haben. Ich stamme aus Mexiko und habe viele Jahre mit indigenen Völkern in Südmexiko zusammengearbeitet. Eher durch Zufall haben wir Spuren von gentechnisch veränderter DNA in Maispflanzen der Bauern von Oaxaca gefunden. Es hatte eine Kreuzkontamination gegeben, eine sogenannte Inzucht oder Introgression der DNA des Genmais in die lokalen Pflanzen hinein. Unsere Ergebnisse erschienen in der Zeitschrift Nature.
Das löste eine große Kontroverse aus und bereitete der Industrie Kopfschmerzen. Monsanto behauptete, 1,5 Meter Abstand würden ausreichen, um eine Kreuzkontamination zwischen zwei Maispflanzen zu verhindern. Das glaubt wohl niemand. Das hier oben ist die Rispe mit den männlichen Blütenständen. Die Pollen verweht der Wind und jeweils ein Pollenkorn heftet sich an einen dieser Fäden, an dem es nach unten zum Fruchtknoten der weiblichen Pflanze wandert und sie befruchtet. Jeder dieser Kerne enthält also das Genmaterial der väterlichen und der mütterlichen Pflanze. Monsanto hatte anfangs behauptet, man habe das im Griff. Aber unsere Studie zeigt, dass das nicht stimmt. Man kann nicht kontrollieren, was durch die Luft befördert wird. Das Ganze brachte mich in große Schwierigkeiten. Es begann sofort eine Diskreditierungskampagne. Beinahe hätte ich meinen Job verloren. Ich musste 8 Jahre lang kämpfen, weil viele an meiner Universität meine Entlassung forderten. Es ging teilweise zu wie in einem Gangsterfilm. Ich erhielt Drohungen, man wisse, wo meine Kinder zur Schule gingen und so weiter. Zum Glück wurden unsere Ergebnisse von vielen anderen Forschern bestätigt. Wir wissen, dass 95% der Maispollen nur Entfernungen von kaum 100 Metern zurücklegen können. Die restlichen 5% aber schaffen es, auch 2 oder 3 Kilometer entfernte, nicht transgene Pflanzen zu befruchten. Der Pollen steigt in die kühle und feuchte Atmosphäre auf, was ihn am Leben erhält. Und er kann viele Kilometer weiter anderen Mais befruchten. Dieses Phänomen der Kontaminierung stellt eine große Gefahr für die genetische Ressourcenvielfalt dar. Besonders in einem Land wie Mexiko, dem Ursprungsland verschiedener Maissorten. Deshalb verbietet ein mexikanisches Gericht im September 2013 nach einem jahrelangen Rechtsstreit den Import und Anbau von transgenem Mais im Land. Doch Monsanto geht gegen dieses Urteil vor. 2015 wird es nach mehreren Instanzen wieder aufgehoben. Das Problem mit der Kontamination hat auch oder vor allem damit zu tun, dass die GVO keine Pflanzen sind wie alle anderen. Das Saatgut ist patentiert und somit durch das Urheberrecht geschützt. Was die Bauern zwingt, es jedes Jahr neu zu kaufen, während sie bisher die Saatkörner aus der letzten Ernte erneut aussehen konnten, die sie nichts gekostet haben. Ich bin vom Glauben abgefallen, als ich sah, dass das Saatgut patentiert ist. Das Patent besagt, ihr dürft euer Saatgut nicht mehr wiederverwenden. Neues Saatgut müsst ihr euch beim Patenthalter besorgen. Ich denke, die meisten amerikanischen Farmer, allen voran mein Vater, haben sich gedacht, wer hat jemals etwas gekauft, was ihm da nicht gehört hat? Er hätte gesagt, es ist unser Boden und unsere Arbeit. Aber was auf meinem Land wächst, gehört mir nicht? Und dann wieder zum Patenthalter zu gehen, wenn das kein Goldesel ist. Ein Patent auf eine Lebensform sichert dem Patenthalter ein Monopol und beseitigt die Konkurrenz auf dem Markt.
Wir haben erlebt, wie die Preise für Roundup Ready zum Beispiel pro Einheit von anfangs $6 auf über $20 gestiegen sind. Das hat alles verändert. Wir haben uns in die Hände einiger weniger Konzerne begeben. Monsanto hält etwa 95% aller Patente. Ich habe gesehen, wie Monsanto sein geistiges Eigentum durchsetzt. Sie haben Privatdetektive angeheuert und ihre Käufer verklagt. Farmer, die ihr Saatgut aufhoben. Sie haben viele verklagt. Im Juni 2000 geht Monsanto noch weiter. Das Unternehmen klagt gegen den kanadischen Landwirt Percy Schmeiser, dessen konventionelle Rapspflanzen mit Roundup Ready Raps kontaminiert wurden. Er wird beschuldigt, durch Nachsaat ohne Zahlung der Lizenzgebühren gegen das Patent verstoßen zu haben. Percy Schmeiser and Schmeiser Enterprises Limited versus Monsanto Canada Inc. et al. Die kanadischen Richter geben Monsanto recht. Percy Schmeiser wird schuldig gesprochen und gibt daraufhin den Rapsanbau auf. Nehmen wir an, Sie wohnen in der Stadt und wollen Ihr Haus violett anstreichen. Weil es windig ist, kriegen auch die Nachbarhäuser die Farbe ab. Dann können Sie die Nachbarn verklagen, weil Ihre Farbe deren Häuser ziert. Das entspricht den Regeln von Monsanto. Für mich ist das ein Justizskandal. Ich sehe nicht, wie mich ein patentiertes Gen in einer Nachbarpflanze von dem Saatgut enteignen kann, das ich meinen eigenen Pflanzen entnehme. Die Patentierung stellt eine große Gefahr für die Diversität der Kulturpflanzen dar. Denn wenn diese Unternehmen es schaffen, die gesamte Nahrungsgrundlage der Menschheit in Besitz zu nehmen, gibt es keine Biodiversität mehr, sondern nur noch einige Genotypen der Saatguthersteller. Und das ist wirklich gefährlich. Wenn sich eine Krankheit unter solchen Genotypen ausbreiten sollte, wäre das eine Katastrophe für die globale Landwirtschaft mit Hungersnöten weltweit. Wir können die Existenz von Nashörnern infrage stellen, aber die Diversität der Kulturpflanzen ist für die Menschheit lebenswichtig. In Afrika ist die Einführung von GVO und patentiertem Saatgut ein sehr heikles Thema. Nur in drei Staaten, vor allem in Südafrika, werden transgene Pflanzen angebaut. Aber immer mehr Länder lassen Versuche zu, so wie Ghana. In dem kleinen westafrikanischen Land formiert sich Widerstand. In einer Initiative mit dem bezeichnenden Namen Food Sovereignty Ghana, Ernährungssouveränität für Ghana. Die Aktivisten haben eine Klage gegen die Regierung eingereicht, um die angekündigte Freigabe von genetisch veränderten Kuhbohnen und Reis zu verhindern. Wir brauchen alle Support, die wir können. Wir wollen GMO aus diesem Land kicken. In 2015, 5. Februar, when als Food Sovereignty Ghana am 5. Februar 2015 vor Gericht zog, gab es keine staatliche Behörde für Biosicherheit. Das Gesetz, das die Einrichtung einer solchen Behörde zur Überwachung der Biosicherheit in Ghana vorschrieb, wurde einfach missachtet. Man hat die Hände in den Schoß gelegt. Das verstieß gegen das Gesetz. Die GVO würden die afrikanische Bevölkerung wieder versklaven. Das ist Neokolonialismus. Wir dürfen die Existenz der Bauern nicht durch Verträge aufs Spiel setzen, die alle Rechte an profitorientierte Konzerne übertragen, mit Patentschutz für das Saatgut. Zum Teil stammt das Saatgut ursprünglich aus Ghana. Die Kuhbohne zum Beispiel. Das ist völlig inakzeptabel.
Wir wollen, dass die Regierung Abstand nimmt von genmanipuliertem Saatgut in Ghana. Hier gibt es Nahrungsmittel im Überfluss. Wir erzeugen mehr, als wir verbrauchen. Aber ein Problem sind die Nachernteverluste. Mit mehr Straßen zwischen den Farmen und den Märkten und mehr Lagerhallen wäre die Ernährungslage gesichert. Doch die Klage gegen die GVO wird im Oktober 2015 abgewiesen. Der Richter befürchtet enorme Verluste für die Beklagte, sprich die Regierung, und eine abschreckende Wirkung auf Investoren und Geldgeber. Am Golf von Guinea, wie auch anderswo in Afrika, halten die Verfechter daran fest, dass die Gentechnik für die Ernährungssicherung auf dem Kontinent unerlässlich sei. Nicht nur, um durch höhere landwirtschaftliche Produktivität eine Bevölkerung ernähren zu können, die sich bis 2050 verdoppelt haben wird, sondern auch angesichts des Klimawandels, der vor allem das Afrika südlich der Sahara betrifft. Deshalb wird mit dürretolerantem Mais experimentiert und mit Reis, der Überschwemmungen standhält. Das sind genetisch betrachtet sehr komplexe Merkmale. Und die grüne Gentechnik leistet auf diesem Gebiet noch sehr viel weniger als herkömmliche Methoden. Aber in Afrika finden zahlreiche Versuche statt, finanziert von Stiftungen wie der von Bill und Melinda Gates oder von USAID, der US-Behörde für internationale Entwicklung. Die Vereinigten Staaten scheinen ihre landwirtschaftlichen Biotechnologien mit Nachdruck den afrikanischen Regierungen anzudienen. Die Außenpolitik der USA ist ganz auf die GVO ausgerichtet. Ihre Hilfsleistungen sind praktisch daran gekoppelt. Dabei verwenden sie oft beschönigende Namen wie Hybridsaat oder Saatgut, das den Ertrag steigert. Aber im Grunde ist das alles das Gleiche. Die GVO dienen nicht der Nahrungssicherung, sondern sie sind gut fürs Geschäft. Deshalb üben diese Unternehmen Druck auf die Regierungen aus, damit die Saatgutgesetze geändert werden, sodass sie ihr Saatgut vermarkten können. Nördlich von Ghana, in Burkina Faso, hat die Regierung 2008 die Vermarktung von BT-Baumwolle genehmigt. Monsanto hat mit dem führenden Baumwollunternehmen des Landes, der Sofitex, einen Vertrag geschlossen, der Vorbild für die anderen Länder in Westafrika sein soll. 2015 hat Burkina Faso mehr als 700.000 Tonnen Baumwolle erzeugt, zu 70% aus transgenen Pflanzen. Es sieht sich als den Hauptproduzenten Afrikas. Dieses Jahr kamen wir hier auf rund 567.000 Tonnen. Das sind 80% der Baumwollproduktion des Landes. Hier ist eine Lagerhalle. Baumwolle deckt 60% der Exporte von Burkina. Es ist unser weißes Gold. 1996/97 hatten wir hier in Burkina Faso und auch an der Elfenbeinküste und in Mali ein Riesenproblem. Die Schädlinge waren gegen unsere Insektizide resistent. Statt normalerweise 5 bis 6 Mal mussten die Bauern 12 oder 18 Mal spritzen, ohne Garantie auf Erfolg. Es war schrecklich. Auf der Suche nach einer Lösung wandten wir uns an Monsanto. Das sind die Hauptschädlinge der Baumwolle, Schmetterlinge.
Ihre Larven werden durch die Toxine getötet, die die transgene Baumwolle in Burkina Faso enthält. Das erleichtert die Arbeit, weil sich die Zahl der Behandlungen mit Pflanzenschutzmitteln von 6 auf 2, also um 2 Drittel, reduziert hat. Zugleich ist der Ertrag um ungefähr 30% gestiegen, wie unsere Versuche über einen Zeitraum von 6 Jahren gezeigt haben, von 2003 bis 2009. Dadurch verdienen die Erzeuger mehr und es geht ihnen besser. In den Baumwollregionen von Burkina Faso waren viele Bauern begeistert von der Einführung der BT-Baumwolle, weil sie die Pflanzen nicht so oft spritzen müssen und mehr Zeit für anderes bleibt. Am besten haben es die, deren Flächen und Erträge groß genug sind, um die Mehrkosten des patentierten Saatguts zu decken. Etwa 40 Euro pro Hektar gegenüber 1,50 Euro bei herkömmlicher Baumwolle. Ich pflanze die neue BT-Baumwolle an. Das ist eins meiner Felder, 10 Hektar. Nur 2-mal spritzen zu müssen, ist schön, denn das ist mühsam. Früher wurden wir durch den Sprühnebel der Insektizide oft krank. Außerdem hat die neue Baumwolle den Ertrag noch etwas gesteigert. Ihr Anbau wirft viel ab. Pro Hektar können es mit Dünger 2 Tonnen sein. Die alte Baumwolle brachte es unter gleichen Bedingungen nur auf 1,5 Tonnen. Dank der guten Entwicklung konnte ich mir diesen Traktor leisten. Doch heute wächst in Burkina Faso die Wut über die transgene Baumwolle. Denn auch nach 7 Jahren sind einige der anfänglichen Versprechen nicht eingelöst. Den höheren Preis des BT-Saatguts sollten der geringere Verbrauch von Pflanzenschutzmitteln und höhere Erträge wettmachen. Doch statt einer Steigerung von 30% waren es gerade mal 17%. Zudem ist die geerntete Baumwolle bei vielen Bauern leichter, als es früher der Fall war. Und das ist schlecht für sie, weil nach Gewicht bezahlt wird. Ich habe hier GVO angebaut. Am Ende war ich hochverschuldet und musste aufgeben. Du hast den Eindruck, unheimlich viel zu ernten, aber am Ende bringt das nichts auf die Waage. Letztes Jahr habe ich das erlebt. Einer meiner Brüder hatte GVO gepflanzt. Er brachte die Ernte mit einem 7-Tonner zum Wiegen, aber es waren nur 2,2 Tonnen Baumwolle. Eine Baumwolle ist gut, wenn sie viel wiegt. Dann hat man was zu essen. Ich will keine GVO. Auf keinen Fall. Wie ist die Ertragseinbuße bei den BT-Pflanzen zu erklären? Für Monsanto liegt das Problem in erster Linie an der mangelnden Ausbildung. Die Kleinbauern sind oft Analphabeten. Sie kämen mit der Anwendung der komplexen Technologie nicht zurecht. Die Leute müssen begreifen, dass sie es mit einem Hightech-Auto zu tun haben, das sich anders fährt als ein Gelände oder ein Lieferwagen. Da gibt es einiges zu beachten. Es muss gut gedüngt werden. Wenn Sie statt, sagen wir, 100 Einheiten Dünger nur 50 einsetzen, dann ist der Ertrag nun mal geringer.
Pflanzenschutzmittel müssen auch bei genetisch veränderter Baumwolle zweimal angewendet werden. Es würde mich nicht wundern, wenn die Bauern die eine oder andere Anwendung weglassen, um Geld zu sparen. In Burkina Faso wird den Bauern vorgehalten, sie würden einen Teil des Baumwolldüngers für andere Kulturen abzweigen. In Wirklichkeit aber fehlt vielen Bauern einfach das Geld für den Dünger. So müssen sie Saatgut und Dünger von den Baumwollgesellschaften auf Kredit kaufen. Es stimmt, dass sie sich auf diesem Wege Pestizide und Düngemittel verschaffen, die sie dann auch auf ihren Getreide-, Hirse- und Maisfeldern einsetzen. Die Bauern müssen schließlich was essen. Gerade die Kleinbauern, die auf 1, 2, 3 oder 4 Hektar auf kleinen Flächen Baumwolle anbauen, leiden sehr darunter. Ihre Erträge sinken von Jahr zu Jahr. Und es gibt fast nur Kleinbauern, kaum Großunternehmen. Davon profitiert nur eine Elite. Allein die Größe bedingt, dass sich bei 150 Hektar die Kosten eher amortisieren als bei 10 oder nur 2. Alle großen Agrarbetriebe auf der Welt, von Südamerika ganz zu schweigen, wissen das nur zu gut. $1 Gewinn pro Hektar, das sind bei 100.000 Hektar $100.000. Und bei 3 Hektar halt 3. Aber in Burkina Faso klagen nicht nur die Kleinbauern über die BT-Baumwolle, sondern auch die großen Baumwollgesellschaften. Denn die Qualität der Faser ist schlechter als bei konventioneller Baumwolle. Der Anteil kurzer Fasern nimmt gegenüber den langen Fasern zu. Ici la soie un peu plus courte, hein? C'est pas bon. C'est très court. Un pouce, un seizième. Ça reste toujours un pouce, un seizième. 2015 hat sich die Sofitex aufgrund der Qualitätsminderung, die die Baumwolle aus Burkina Faso auf dem Weltmarkt in Verruf brachte, dazu entschlossen, den Anteil transgener Baumwolle von 70% auf 60% zu reduzieren. Socoma, die zweitgrößte Baumwollgesellschaft des Landes, die größtenteils zur französischen Géocoton gehört, will noch weiter gehen. Diese Kurzfaserigkeit kostet uns Milliarden CFA-Francs. Als Vorsitzender von Géocoton sage ich Ihnen, dass die burkinische Baumwolle ernsthaft in Gefahr wäre, wenn wir so weitermachen würden. Mehr als 56% sind von schlechter Qualität. Irgendwann suchen sich die Märkte andere Quellen. Auf dieses kommerzielle Risiko mussten wir reagieren und haben den Trend umgekehrt. Letztes Jahr waren noch 70% der Produktion GVO, dieses Jahr gerade mal 40%. Auch für dieses Problem scheint Monsanto eine Lösung gefunden zu haben. Nämlich eine neue Baumwolle namens Roundup Ready Flex. Ein zusätzlich implantiertes Gen macht sie unempfindlich gegen Roundup. Sie wird zurzeit auf Feldern in Burkina Faso getestet und verspricht eine gute Faserlänge. Manch einer fragt sich jedoch, ob es sich dabei nicht um eine Strategie des US-Unternehmens handelt, um in dem Land den Verkauf von Roundup zu steigern. Ja. Erst vor 3 Wochen hatten wir eine heiße Diskussion mit Monsanto. Das Problem der Faserlänge wurde offenbar gelöst. Aber das ist nicht, was wir wollen. Für uns ist das der falsche Weg. Denen geht es dabei nur ums Geschäft. Ich halte Roundup Ready Flex für eine Option. Das ist ein Geschäft, ganz klar. Kein Unternehmen handelt aus Menschenfreundlichkeit. Aber ja, wir sind zufrieden, wie das läuft und werden noch mehr für Burkina Faso und diese Region tun. Der
Der Monsanto-Chef in Burkina Faso sagt, dieses Glyphosat vernichtet alles, außer der BT-Baumwolle. Er ist davon begeistert. Und das verwundert mich. Wir zerstören damit die Biodiversität. Und was wird dann? Es vernichtet alles und wird auch uns töten. Burkina ist sozusagen ihr Feldlabor. Hier testen sie einfach alles. Und es sollen noch weitere Produkte hinzukommen, die Kuhbohne und Mais, lauter Produkte des täglichen Verzehrs. Nicht immer halten die GVO, was sie den Erzeugern versprechen. Und auch bei den Verbrauchern werfen sie noch viele Fragen auf. Sogar in den USA, dem größten GVO-Markt der Welt. Hier stemmt sich die Industrie mit aller Kraft gegen eine Kennzeichnungspflicht auf Lebensmitteln wie in Europa. In den USA deuten die meisten Studien darauf hin, dass 70-80% der industriellen Lebensmittel genmanipuliert sind. Eine Salatsauce, Cerealien, knallbunt verpackt. Enthält Zucker. Die Herkunftsangabe fehlt ganz. Mais ist bestimmt genetisch verändert. Naja, und so weiter. Fast alle Industrie- und viele Entwicklungsländer fordern eine Kennzeichnung genetisch veränderter Lebensmittel. In den USA zeigen Umfragen, dass mindestens 90% der Verbraucher ein verbindliches Label für veränderte Lebensmittel wollen. In einer Demokratie sollten die Verbraucher bei etwas so Elementarem wie Lebensmitteln die Wahl haben. Es gab bisher keine epidemiologischen Studien unter der Bevölkerung im Zusammenhang mit gentechnisch veränderten Lebensmitteln. Meine Kollegen und viele Wissenschaftler sagen, wir haben das 2 Jahrzehnte lang gegessen und es hat uns nicht geschadet. So etwas ist Junk Science. Ohne eine epidemiologische Studie ist das nicht zu beurteilen. Fehlende Daten sind kein Beweis für Unbedenklichkeit. Tatsächlich wissen wir nur wenig über die Risiken des Verzehrs von Pflanzen, die Toxine gegen Insekten bilden oder herbizidresistent sind. Ohne GVO könnten wir kein Roundup zu uns nehmen, weil jede damit behandelte Pflanze einginge. Aber mit Roundup-resistenten Pflanzen tun wir es zwangsläufig. Und um sicher zu sein, dass uns dieses Gift nicht auf lange Sicht krank macht, brauchen wir sehr viel ausgiebigere Studien. Im September 2012 schlägt die Veröffentlichung einer wissenschaftlichen Studie ein wie eine Bombe. Der Franzose Gilles-Éric Séralini hat Monsantos Roundup-toleranten transgenen Mais NK603 untersucht und stellt dessen Unbedenklichkeit in Frage. Es ist die erste Studie zur Toxizität eines GVO über 2 Jahre, den Zeitraum eines Rattenlebens. Die Fotos der Versuchstiere voller Tumore gehen um die Welt. Professor Séralini und sein Team plädieren für längere Tests, als die europäischen Behörden sie den GVO-Produzenten für eine Marktzulassung vorschreiben. Bislang dauern sie lediglich 3 Monate. Séralini aber beobachtet die toxischen Auswirkungen auf Ratten über einen längeren Zeitraum. Alors, les résultats que nous avons obtenus, c'est Unsere Untersuchungen zeigen eine höhere Sterblichkeit der mit GVO und Roundup behandelten Ratten als die der Kontrollgruppe. Mamatumore waren bei bis zu 70% der Weibchen die Todesursache. Sie haben sich bereits im ersten Jahr gebildet, während bei der Kontrollgruppe nur 30% betroffen waren und das erst Ende des 2. Jahres. Die Männchen wiederum starben an schweren renalen und hepatischen Schäden, also an den Entgiftungsorganen, an Leber und Nieren, die die Nahrung filtern. Diese Ergebnisse haben mich sehr beunruhigt, weil unser Körper zwar in der Lage ist, sich zu entgiften, aber das hat seine Grenzen. Irgendwann entstehen chronische Erkrankungen.
Nicht durch die GVO allein, sondern mehr noch durch die darin enthaltenen Pestizide. Das liegt in meinen Augen nicht an der Genmanipulation, wovon wir zunächst ausgehen würden, sondern daran, dass diese Pflanzen zu dem Zweck manipuliert wurden, als Pestizidschwämme zu fungieren. Kaum veröffentlicht, macht Ciralinis Studie bei den GVO-Herstellern Furore. Es folgt ein polemischer, wissenschaftlicher und medialer Disput. Gilles-Éric Ciralini wurde von der Industrie scharf angegriffen. Er wurde mit einer christlich-vitalistischen Sekte und mit allen möglichen antiwissenschaftlichen Bewegungen in Verbindung gebracht, was meines Erachtens nicht zutrifft. Es gehört auch zur Taktik der GVO-Industrie, dass sie eher die Personen als die Untersuchungsergebnisse angreift. Die sind dann gleich mit diskreditiert. Monsanto macht kein Hehl daraus, dass eine ganze Forschungsabteilung dazu abgestellt ist, jede wissenschaftliche Arbeit anzugreifen, die dem Geschäft abträglich sein könnte. Monsantos PR-Agenturen haben zweimal meinen Lebenslauf auf Wikipedia umgeschrieben. Plötzlich stand dort, ich sei ein Sektierer und ein Betrüger. Und die Sprague-Dawley-Ratten seien ungeeignet, weil sie besonders anfällig für Tumore seien. Dabei testet Monsanto selbst damit. Ich habe sowohl sie als auch die von internationalen Behörden empfohlenen Testtiere verwendet. Mesdames, Messieurs, nous accueillons en audition commune le professeur Gilles-Éric Ciralini et le docteur Joël. Angesichts der Polemik und der Verunsicherung in der Bevölkerung müssen sich auch die Politiker dazu verhalten. In der Nationalversammlung findet eine Debatte statt und es werden Fachausschüsse gebildet. In Frankreich und in ganz Europa. Am Ende jedoch werden die Ergebnisse von Ciralinis Studie verworfen. Vor allem deshalb, weil sie nur mit 10 Ratten durchgeführt wurde und nicht, wie in der Krebsforschung üblich, mit 50 Tieren. Auch weil Professor Ciralini nicht nach Tumorarten differenziert habe, seien seine Tests nicht stichhaltig genug. Die Studie von Gilles-Éric Ciralini ließ nicht den Schluss zu, dass dieser Typ von GVO mit oder ohne Verbindung zu dem Herbizid, gegen das er immun ist, zu den pathologischen Auffälligkeiten führt wie in den Rattenversuchen. Vielleicht ja, aber es konnte auch Zufall sein. Die statistische Aussagekraft der Studie ist nicht ausreichend, was Ciralini übrigens selbst anerkennt. Natürlich hätten wir gerne mit 20 oder 30 Ratten gearbeitet, aber dann hätten die Analysen nicht 3,2, sondern 6 Millionen Euro gekostet. Bei dem Budget war die Studie in Umfang und Dauer einzigartig. Angesichts des Wirbels um Ciralinis Ergebnisse einigen sich die französische Regierung und die Europäische Kommission auf Studien, die länger als die üblichen 90 Tage die gesundheitlichen Auswirkungen des Verzehrs genmanipulierter Pflanzen untersuchen. In Toulouse koordiniert der Direktor des auf Lebensmitteltoxikologie spezialisierten Labors Toxalim das Projekt GMO90+, ausgestattet mit 2,5 Millionen Euro aus dem Umweltministerium. Die Versuche haben im August 2015 begonnen, mit dem auch von Ciralini untersuchten Mais NK603 und unter Einsatz hochentwickelter Verfahren wie der Metabolimik zur Analyse der Urinproben von Ratten. L'objectif de ce projet de recherche. In diesem Forschungsprojekt werden Ratten 6 Monate lang beobachtet. Dabei werden ihr Urin und ihre Organe auf mögliche Veränderungen in der Genexpression und dem allgemeinen Stoffwechsel hin untersucht. Wir sind uns sicher, dass wir statistisch gesehen an genügend vielen Tieren untersuchen.
Und was die Dauer anbelangt, die Tests laufen 6 Monate. Warum nicht länger? Nun, man kann 2 Jahre lang experimentieren, aber dann kostet es nicht 2,5, sondern 5 Millionen Euro. Da gibt es Grenzen. In wissenschaftlicher Hinsicht werden wir durch unsere Verbindungen zu länger laufenden europäischen Programmen auch die Organ-, Blut- und Urinproben von Ratten auswerten, die 2 Jahre lang gefüttert wurden. Die Resultate werden Anfang 2018 vorliegen. Wie sie aussehen werden, weiß ich nicht. Sonst bräuchten wir nicht mehr zu forschen. Die französischen Wissenschaftler sind auch an einer europäischen Studie namens G-Twist beteiligt, mit dem gleichen Mais und über 2 Jahre. Sie wird von Deutschland aus koordiniert. Mit ihr wurde ebenfalls im August 2015 begonnen und die Ergebnisse werden nicht vor 2018 bekannt sein. Doch anders als sein französischer Kollege scheint sich der deutsche Toxikologe der Ergebnisse sicherer zu sein. Meine größte Hoffnung ist, dass wir im Rahmen des G-Twist-Projektes eine sehr gut durchgeführte Studie präsentieren können, mit Daten, die vielleicht nicht jedem glücklich machen werden, aber von dem ich sagen kann, nach den Methoden, die wir zurzeit anwenden, die eine sehr, sehr gute Fütterungsstudie ist, auch wenn, wie gesagt, ich wiederhole mich, viele von den Leuten in der Bevölkerung damit nicht zufrieden sein werden. Professor Pablo Steinberg stammt aus Argentinien und ist noch an einem weiteren von der Europäischen Kommission finanzierten Projekt namens GRACE beteiligt. Es untersucht die Toxizität des transgenen Mais Mohn 810 von Monsanto, der in einigen europäischen Ländern wie etwa in Spanien angebaut wird. Als im Herbst 2015 die Ergebnisse präsentiert werden, sind Experten aus 20 Ländern versammelt, darunter viele Wissenschaftler, einige NGOs und zahlreiche Repräsentanten von Industrieunternehmen wie Monsanto, Bayer, BASF und DuPont. Nicht zufällig hat der deutsche Projektkoordinator diese Konferenz in Potsdam bei Berlin einberufen. Am 9. November, dem Tag des Mauerfalls. Ladies and gentlemen, dear colleagues, I would open the final GRACE conference with the sentence by Erich Fried. Those who want the world to continue as it is, do not want the world to continue. Für uns ist der 9. November ein ganz, ganz wichtiges Datum, weil also das Aufbrechen der Berliner Mauer für uns Deutsche, aber ich glaube weltweit, ein ganz wichtiges Ereignis war. Und natürlich versuchen wir auch mit unseren Aktivitäten bestimmte Mauern aufzubrechen und bestimmte festgefahrene Positionen zu verändern. Und insofern mag das durchaus sehr symbolisch sein, dass wir die Konferenz hier in Potsdam sehr in der Nähe von Berlin und auch von den Resten der Berliner Mauer durchgeführt haben. Regarding the one-year feeding trial, the feeding of maize Mohn 810 to rats did not lead to adverse effects. We have had a number of so-called statistically significant differences. That means that the numbers of a parameter between two groups have differed, but we differentiate between simply a statistically significant difference and a toxicologically relevant difference. So even if we were seeing certain differences in relative organ weights, we don't think that that is of a toxicological relevance. Well, someone in the audience who wants to comment. Yes, Bruno? I think that we can use now omics technology to check if there is not a disease, but some imbalance in some organs. So when I look into the results, so I was I don't understand why the feeding with GMOs, they are smaller and they eat less. So we have to think about it.
Wir hatten im Rahmen der Einjahresstudie, haben wir also in einer Testgruppe, bei der die gentechnisch veränderten Pflanzen verfüttert wurden, eine etwas geringere Zunahme des Gewichts, wobei wir keine Erklärung dafür haben. Die Wissenschaftler des Projekts GRACE können nicht erklären, warum die Ratten auf lange Sicht weniger fressen, wenn ihr Futter GVO enthält. Aber sie weisen keine gesundheitlichen Probleme auf. Letztlich kommt es in der Toxikologie darauf an, wie die Ergebnisse interpretiert werden. Es geht hier um nicht weniger als die Frage, ob es Sinn macht, die GVO-Hersteller zu einer längeren als der dreimonatigen Testphase zu verpflichten, bevor eine Freigabe in der Europäischen Union erfolgt. So, ladies and gentlemen, now we come to the general conclusions and recommendations. There's been a long controversial discussion if we perform feeding trials and how long should these performed feeding trials be extended? Only for 3 months? Should we go then for a 1 year or even for a 2 year feeding trial? And the feeding trials did not reveal any scientific trigger for an extension of the feeding period. So, thank you very much. Pablo, again. We have time for some questions. Please. When I looked at this MONA10, I would say, well, we could expect some subtle effects, which are not so easy to detect in 90 days. But when we look to the 60 events being authorized for import, we see a lot of quite more complex traits, stacked events, which produce up to 6 PT toxins, or events that can be expected to have residues from pesticides. We have to make sure that the process as such is not biased, is not driven by some networks which are very close to the industry, and that we in the end really can trust the outcome. And this, I have to say, is not the case in GRACE, and that's our problem. I think this was an exercise with an outcome that was quite clear from the beginning. So I think that was a comment which we will not comment. Für uns ist das ein großes Problem. Bei Joachim Schiemann ist es vor allem die Mitgliedschaft in der International Society for Biosafety Research. Er war dort sogar Präsident. Das ist eine Gruppe, die international agiert und deren Konferenzen von der Industrie gesponsert werden. Und da nehmen wir an, dass er eben, ich sag mal, eher ein Lobbyist ist in diesem Zusammenhang als ein objektiver Wissenschaftler. Er hat vor Jahren selber sogar mal ein Patent angemeldet auf gentechnisch veränderte Pflanzen. Das wäre natürlich sehr schön, wenn wir an irgendeinem 9. November, hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft, auch den Kalten Krieg sozusagen im Bereich der gentechnisch veränderten Organismen beenden könnten. Aber es geht weiter. Angesichts der Bedenken setzt die grüne Gentechnik mittlerweile auf eine neue Art transgener Organismen, sozusagen die zweite Generation. Sie sollen nicht nur den Landwirten nützen, sondern auch den Verbrauchern. So gibt es gentechnisch veränderte Pflanzen mit einem höheren Nährwert. Sie sind angereichert mit Omega-3-Fettsäuren und Vitaminen. Ein besonders umstrittenes Beispiel ist der Golden Rice. Dieser goldene Reis soll die Volksgesundheit in armen Ländern verbessern und dem Vitamin-A-Mangel abhelfen, der das Immunsystem schwächt. Fast 700.000 Kinder sterben jährlich daran und mehr als 300.000 erblinden. Golden Rice ist derzeit in Bangladesch, Indonesien und vor allem hier auf den Philippinen in der Testphase. ERI ist eine humanitäre Organisation. Wir forschen für das Allgemeinwohl der Gesellschaft. Wie viele andere sind wir sehr besorgt über das Problem des Vitamin-A-Mangels. Fast 200 Millionen Menschen sind davon betroffen. Wir haben uns gedacht, wenn die Menschen Reis mögen und ihn jeden Tag in großen Mengen essen, warum verbessern wir dann nicht seinen Nährstoffgehalt?
Golden rice is more nutritious. Golden rice ist nährstoffreicher und sehr gelb durch das Beta-Carotin. Wenn man Beta-Carotin in Form von Reis oder Gemüse zu sich nimmt, dann wandelt der Körper das Beta-Carotin in Vitamin A um, welches er braucht. Durch zwei zusätzliche Gene, eins von Mais, das andere von einem Bodenbakterium, kann die Pflanze Beta-Carotin in den Körnern einlagern. Das ist unsere Zucht. In diese Pflanzen implantieren wir die Vitamin A-Gene in eine indonesische Sorte namens Cheerang.1990 begann die Forschung am goldenen Reis in einem Gewächshaus der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. 9 Jahre später gelingt nach zahlreichen Versuchen der erste Prototyp des Golden Rice. Zu seiner eigenen Überraschung erscheint der Erfinder auf dem Titelblatt der berühmten US-Zeitschrift Time. Als meine Kollegen dieses Time-Magazin-Bild gesehen haben, haben sie gesagt, du kriegst in 2 Jahren den Nobelpreis. Es war das erste und einzige Bild eines Pflanzenwissenschaftlers auf dem Time Magazine. Und die Menschen haben verstanden, dass es etwas ganz Wichtiges ist. Es hat keine 6 Tage gedauert. Als dieser Telefonanruf von Monsanto kam, war ich völlig überrascht, aber ich war natürlich gleich einverstanden. Monsanto hatte eines von den Patenten, für die wir freie Lizenzen haben wollten, und haben von sich aus uns angeboten, uns sofort freie Lizenz zu geben. Andere haben gesagt, Monsanto wants to steal the limelight from the project. GVO-Riesen wie Monsanto in den USA oder Syngenta in der Schweiz haben die Entwicklung des Golden Rice sehr unterstützt, dem Professor Potrykes den Kleinbauern gratis zur Verfügung stellen will. Andere sind hingegen strikt dagegen, allen voran die Umweltorganisation Greenpeace. Denn der goldene Reis würde den Ruf der GVO deutlich verbessern. Greenpeace geht davon aus, dass die viele PR für Golden Rice darauf gerichtet ist, die Akzeptanz von Golden Rice und anderen genmanipulierten Pflanzen in Entwicklungsländern wie den Philippinen zu fördern. Die diversen Patente für Golden Rice liegen noch immer ausschließlich bei Syngenta und Monsanto, einschließlich der Rechte zur Weiterentwicklung dieser Technologie. Syngenta hat zwar vor einigen Jahren erklärt, eine Vermarktung von gentechnisch verändertem Reis sowie Golden Rice sei nicht beabsichtigt. Aber kein Gesetz würde sie daran hindern, es irgendwann doch zu tun. Damit würde die Abhängigkeit von diesen Reissorten praktisch unumkehrbar. Wir von Masipak fürchten, dass die Bauern die Rechte an ihrem Saatgut verlieren. Wenn die Saat kontaminiert wird, ist sie verloren und kann nicht wiederverwendet werden. Das Saatgut könnte sich vermischen. Zum Beispiel könnte Golden Rice versehentlich nach der Ernte beim Mahlen mit herkömmlichen Reis in Berührung kommen. Um unsere traditionellen Reissorten nicht zu verlieren, bekämpfen wir die GVO. Auf den Philippinen, wo 3-mal täglich Reis gegessen wird, bringt das Golden Rice-Projekt die Emotionen zum Kochen. Am 8. August 2013 zerstört eine Gruppe eines der 5 Testfelder. Ja,
Ich war empört. Nicht nur traurig, sondern empört. Dieses Bild ist entstanden im Vatikan, als wir ein Meeting der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften hatten. Ich hatte ihn am Ende gebeten, ob er bereit wäre, diesen goldenen Reis zu segnen. Er hat es gesegnet. Ich hoffe, dass das die Akzeptanz vom goldenen Reis verstärken wird. Das ist das Sample, das ich ihm in die Hand gegeben habe. Und Sie haben gesehen, dass der frische goldene Reis etwas kräftiger gefärbt ist. Der ist schon 3 Jahre alt inzwischen und der bleicht langsam aus. Der Golden Rice wurde von den Wissenschaftlern sicher in guter Absicht entwickelt. Doch nun stellt sich heraus, dass das Beta-Carotin bei längerer Lagerung möglicherweise schwindet. Andere Forscher sind der Meinung, dass die Reissorten mit den Genen des Golden Rice keinen ausreichenden Ertrag bringen. Man kann den Bauern keinen Reis verkaufen, der nicht genug produziert. An diesem technischen Problem arbeiten sie nun. Dieses Projekt läuft schon seit 25 Jahren. Die Forscher und andere haben viel Zeit, Geld und Anstrengung in die erste Generation investiert, die nicht genug Beta-Carotin produziert hat. Sie mussten erneut daran arbeiten, und es wird noch Jahre dauern bis zur Marktreife. Ist das wirklich ein rentabler Ansatz? Eine andere sinnvolle Lösung könnte sein, zusätzlich Auberginen anzupflanzen, damit die Kinder Reis mit Auberginen essen. Das wäre in vielerlei Hinsicht besser, zumal sie wichtige Vitamine enthalten. So etwas finde ich intelligent, aber es hat nichts mit Technologie zu tun und hat somit keinen Anreiz. Heute isst man keine Auberginen zum Reis, sondern man erzeugt Reis mit Genen von Auberginen. Ehrlich gesagt ist das für mich ein unsinniger Einsatz von Technologie. Aber könnte die Gentechnik nicht vielleicht bei bestimmten gesundheitlichen Gefahren von Nutzen sein? Einige Forscher setzen sie im Kampf gegen Krankheiten wie das Denguefieber ein. Eine zwar selten tödliche, aber dennoch gefährliche Tropenkrankheit, die starkes Fieber verursacht. Weltweit erkranken jedes Jahr mehr als 50 Millionen Menschen daran. Vor allem in Brasilien. Hier manipulieren die Forscher nicht Pflanzen, sondern Insekten, um so die Gelbfiebermücke zu bekämpfen, den gefürchteten Überträger des Dengue-Virus. Das britische Biotechnologieunternehmen Oxitec hat eine transgene Mücke entwickelt und kann in einer Fabrik in Brasilien jeden Monat mehrere Millionen Eier produzieren. In die Eier der ersten Generation haben die Forscher ein tödliches Gen injiziert. Es erzeugt ein Protein, gegen das die Mücke ein gelbliches Antibiotikum benötigt, Tetracyclin. Während der Aufzucht erhalten die Larven dieses Gegenmittel im Labor. Doch wenn sie ausgesetzt werden, fehlt es ihnen und die Mücken sterben nach wenigen Tagen, ebenso wie ihre Nachkommen. It's a very, very simple idea. Es ist ganz einfach. Wir setzen genetisch veränderte Männchen aus und wenn sie sich mit weiblichen Tieren paaren, stirbt der Nachwuchs. Wenn wir also genügend männliche Tiere aussetzen, töten wir die ganze Population. Bei Versuchen auf den Cayman-Inseln in Panama und in Brasilien waren sie nach etwa 6 Monaten immer um ungefähr 90% dezimiert. Es ist eine gute Ergänzung. Die Leute setzen ja schon Insektizide, Pheromone, Klebefallen und so weiter ein, aber das reicht eben nicht aus. Am 30. April 2015 startet Oxitec ein neues Programm. 10 Monate lang werden Woche für Woche etwa 1 Million transgener Mücken in einem vom Denguefieber betroffenen Viertel von Piracicaba in der Nähe von São Paulo ausgesetzt.
gastamos mais de 6 milhões de reais ano, todos os anos, só para enfrentar essa questão. Portanto, se conseguirmos um avanço, né, que seja equivalente a isso e dê resultado, ou menor que isso de preferência, se a empresa baixar seus custos e preços, né, eu acho que a gente tem um avanço importante para a sociedade brasileira. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado aí pela presença de todos. Der größte Nachteil dieser Technologie ist für eine Gemeinde, dass diese Aktion immer wieder durchgeführt werden muss. Wenn die Freilassung der transgenen Mücken eingestellt wird, kehren die wilden Mücken aus den Nachbarregionen in das behandelte Gebiet zurück. Für Oxitec ist dieser Umstand natürlich sehr lukrativ. Das Unternehmen wartet ungeduldig auf die Marktfreigabe seitens der brasilianischen Behörden. Das wird eine große Sache für uns. Im Moment können wir zwar einzelne Projekte durchführen, aber wir können das Verfahren nicht vermarkten. Das wird sich ändern, sodass wir dann auch anderen Gemeinden anbieten können. Wollt ihr es machen wie Piracicaba? Das ganze Jahr über oder nur während der Regenzeit? Je nachdem, was ihr erreichen wollt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Seit 2015 haben die brasilianischen Gesundheitsbehörden lieber für eine andere Technologie grünes Licht gegeben. Für die weltweit erste Impfung gegen das Denguefieber, entwickelt vom französischen Unternehmen Sanofi Pasteur. Doch die Forschung an genetisch veränderten Tieren wird so schnell kein Ende finden. Sie nimmt noch zu und ist auf sehr viel mehr Arten als bei den Pflanzen gerichtet. Fliegen, Mäuse, Schweine, Kaninchen und auch Ziegen und Schafe. In ihrer Milch produzieren sie Moleküle zur Herstellung von Medikamenten. In Argentinien haben Forscher in der Provinz Buenos Aires eine bisher einzigartige Kuh gezüchtet. Ihr Name ist Rosita. Quieta! No, no, no! No, 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 no! Oh, oh. Ah, ah, ich bin so. Rosita kam am 6. April 2011 als transgene Klonkuh zur Welt und soll Milch mit den gleichen Eigenschaften wie die menschliche Muttermilch geben. Sie ist ein Jersey-Rind. Die wissenschaftliche Bedeutung dieser Kuh liegt darin, dass es erstmals gelungen ist, zwei menschliche Gene in das Genom eines Rinds zu transferieren. Sie produzieren die Proteine Lysozym und Lactoferrin, die während der Stillzeit von Säuglingen wichtig sind für das Immunsystem und die Eisenaufnahme. Eines Tages sollen dieses Tier und seine Nachkommen Milch produzieren können, die für Säuglinge geeignet ist, wenn sie nicht von der Mutter gestillt werden können. Aber das ist Zukunftsmusik. Bis dahin wird man noch viele Versuche durchführen und Hindernisse überwinden müssen. Wir streben ein Tier an, das in der Lage ist, transgene Proteine zu produzieren und andere Proteine zu unterdrücken, die eine Kuhmilchallergie auslösen. Rosita lebt heute in einem Einzelgehege, das durch Laserdetektoren und einen Alarm gesichert ist. Diese strengen Sicherheitsvorkehrungen haben ihren Grund. Niemand kann sagen, was geschehen würde, wenn solche Tiere ausbrechen und ihr Transgen durch Paarung an andere weitergeben würden. Deshalb blieb auch einer anderen Transgenzüchtung lange Zeit die Marktzulassung verwehrt, dem sogenannten Aquavantage-Lachs. Er wächst zweimal so schnell wie ein gewöhnlicher atlantischer Lachs und verlässt entsprechend früher die Zuchtstation. Das ist ein Kostenvorteil für die Produzenten, der sich möglicherweise für die Verbraucher im Preis niederschlägt. Kanadische Forscher schufen ihn 1989 und das US-Unternehmen Aqua Bounty hat ihn weiterentwickelt.
Die genetisch veränderten Lachse kommen heute in Kanada zur Welt und werden in Panama im Bassin großgezogen. Mitten im Wald und weit ab vom Meer, wo die Gefahr einer Kreuzung mit wildlebenden Arten gering ist. Ich bin ganz zufrieden mit den Schutzvorkehrungen, die ich für die Regierungen in Kanada und den USA geprüft habe. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass die genetisch veränderten Fische jemals mit irgendwelchen natürlichen Populationen, wie etwa dem atlantischen Lachs, in Berührung kommen. Sie müssen an Land in ausbruchssicheren Anlagen gezüchtet werden. Eine hundertprozentige Garantie gibt es natürlich nie, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Zusätzlich zu ihrer Abschottung gibt es auch eine biologische Vorkehrung. Es werden nämlich ausschließlich weibliche Tiere gezüchtet, um selbst für den Fall eines Ausbruchs eine Reproduktion zu verhindern. Hinzu kommt noch, dass sie durch eine Genmanipulation steril sind. Sie können sich gar nicht vermehren. Doch die Sorge um die Umwelt bleibt, denn diese Art der Sterilisation ist nicht vollkommen sicher. Wenn transgene Lachse ins Meer gelangen würden, zum Beispiel durch die Zerstörung einer Anlage nach einer Klimakatastrophe, wäre es schwer, den Geist der Genetik wieder in die Flasche zurückzubekommen. Unabhängige Wissenschaftler haben auch die Risiken untersucht, die das Transgen mit sich bringt. Es wurde mit den Genen aus zwei anderen Fischarten gekreuzt, die das ganze Jahr über ein Wachstumshormon produzieren. Das Ergebnis ist ein gefräßiger, aggressiver, transgener Lachs, der offenbar zu Missbildungen des Skeletts und zu bestimmten Krankheiten neigt. Die zahlreichen Kritiker haben ihn Frankenfisch getauft oder Monsterfisch. Wir wissen, dass dieses Wachstumshormon namens IGF-1 Brustkrebs und viele andere Krebsformen verursacht. Aber werden Sie solche Mengen Lachs essen, dass die Zugabe dieses Hormons allein Krebs verursachen könnte? Wohl eher nicht. Aber wozu brauchen wir auf unserem Speiseplan noch einen weiteren krebserregenden Stoff? Während all der Jahre, in denen an diesem transgenen Lachs gearbeitet wurde, hat es ein norwegisches Unternehmen durch traditionelle Zucht geschafft, Lachs in ebenso kurzer Zeit auf Marktgröße heranzuziehen wie den transgenen Lachs. Wenn Sie als Verbraucher die Wahl haben zwischen einem genmanipulierten Lachs mit überdurchschnittlich viel Wachstumshormonen und einem norwegischen traditionell herangewachsenen Lachs, welchen nehmen Sie dann? Sie kaufen sicher den schnell wachsenden norwegischen und nicht den amerikanischen Lachs voller Hormone. Das ist wirtschaftlich gesehen eine schlechte Strategie. Und ungesund für den Menschen. Trotz der Bedenken hat die amerikanische Lebensmittelbehörde FDA am 19. November 2015 diesen Lachs für den Handel freigegeben. Das erste für den menschlichen Verzehr zugelassene transgene Tier. Und wie bei den anderen GVO besteht in den USA keine Kennzeichnungspflicht, durch die der transgene Lachs zu unterscheiden wäre von einem traditionellen atlantischen Lachs, wie dem in diesem kanadischen Supermarkt. Die Verbraucher können also gar nicht erkennen, was sie da kaufen und was sie essen werden.